ich könnte ausrasten, Alter. Mann! Ich werde eine Yacht bauen. Eine Yacht? Ja. Du hast aber was vor, okay? Ja, direkt unten da bei deinem Haus, da genau, am See. Ich werde hier eine Yacht hinbauen und darauf habe ich Lust. Okay. Eine große oder eine kleine Yacht? Eine mittlere. Mittlere, okay. Ja, das sollte ganz gut werden. Warum ist Romatra jetzt hier? Was soll das? Ich weiß nicht, du hast gefragt, ob jemand Bock auf Discord hat. Ich habe ja jetzt schon Kevin hier, also. Soll ich wieder gehen? Nee, jetzt ist er ja schon da. Es ist ja sau unangenehm, wenn du jetzt wieder gehen würdest, ne? Mir geht's supi. Mir geht's echt gut. Sehr schön. Ich bin zufrieden, ich kann nicht klagen an solch wunderschönen Tagen. Romatra, eins muss ich dich jedoch noch fragen. Ich baue nun eine Yacht unten im Hafen. Hat nicht ganz gereimt, ging aber noch klar. Kann ich auf dich setzen, Romatra? Denn ich würde es sehr schätzen, wenn du die Yacht beschützt, wenn ich nicht dort bin und Petrit den Server betrittst. War auch schlecht. Romatra, ich bin ehrlich zu dir, so wie du auch zu mir. Habt ihr nicht Frieden geschlossen? Ja, gestern, Alter. Wir haben ihn ja gecatcht, Alter. Aber das heißt ja nicht viel. Ja, so, wenn Romatra Bock hat, mit die Yacht zu bauen, das wäre natürlich auch geil, Alter. Ich hätte Bock, die Yacht mitzubauen. Ich habe eh ein Projekt gesucht, bei dem man mitmachen kann, weil irgendwie wurde alles schon gebaut und alles schon gemacht. Und wenn Alter, es wurde noch gar nichts gebaut, Junge. Ich will noch eine ISS und sowas bauen, Junge. Einen kompletten Planeten und so. Ich will ja noch. Das Ding ist, ich muss mit Reefed auf die Yacht gehen, in die Flitterwochen fahren. Ja? Also die Yacht muss auch fahren. Wie machen wir das, Kevin? Keine Ahnung. Alter, es ist so geil, jetzt endlich mal in Ruhe zu spielen, Mann. Nachdem wir Patrick gestern gespawntrapped haben. Geiles Ding, Mann. Jawcraft weiß, wie man eine fahrende Yacht baut. Bin ich mal gespannt. Petrit wird sich erstmal zurückhalten, Leute. Das haben wir gestern geklärt. Falls nicht, müssen wir leider Operation Nemesis launchen. Kevin, darf ich dir kurz Operation Nemesis erklären? Ja, kannst du machen. Operation Nemesis besagt, dass wenn Petrit mich jetzt noch einmal mir etwas sprengt oder irgendwas kaputt macht, was er ausdrücklich gestern versprochen hat, nie wieder zu tun, dass Petrit zum allgemeinen... Das weißt du aber auch selbst, Revi, ne? Was denn? Dass er sich dann niemals dran halten wird. Gut, aber Petrit weiß diesmal, was ihm blüht. Operation Nemesis besagt, dass Petrit von allen meinen Verbündeten, da setze ich natürlich auch auf dich, Kevin, so lange abgefahren, bis er das Projekt beendet. Okay. Also das heißt, ich habe auch gestern schon Fabo 100 Euro donated, dass der Petrit umgebracht hat. Ja, warum donatest du mir nie Geld? Es geht darum, ihn konstant zu nerven. Es geht nicht um ein, zwei Mal, sondern es geht darum, dass Petrit den Server betritt, sobald er mich abgefuckt hat und nie wieder Spaß hat am Projekt. Ja, hätte darum ich auch gemacht. Es. Ja, du warst ja gestern nicht da. Was für eine Yacht willst du bauen? Willst du so COD, Black Ops 2-Style-Yacht bauen? Ja, hier? So eine richtig fette. Ich farm gerade schon Mats dafür. Ich will so eine schwarze bauen, Alter. Schwarze Yacht. So richtig dekadent. Schwarz mit einem goldenen Streifen drin. Scheiße. So, und wie läuft das jetzt hier? Die sterben einfach von alleine? Ja, musst du warten. Okay, Leute, wir haben alles zusammen. Perfekt. Kevin hat alles rausgenommen, ist egal. Leute, ihr seht den Sub-Counter. Ihr seht es, was ihr tun müsst, damit ich zufrieden bin in meinem Leben. Warum? Also, entweder ihr subbt jetzt rein oder ich höre auf zu streamen. Könnt ihr selber entscheiden. Könnt ihr selber entscheiden, bin ich ehrlich. Ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, wie Trimax zu reden, wenn ich so braindead bin. Dann kann ich auch verstehen, warum Max ständig so klingt. Kennst du das, wenn er so redet? Ja, ja, der redet immer so, wenn er sich eigentlich auf was anderes konzentriert, aber trotzdem mit dir redet. Ja. So, er hört dir gar nicht zu, aber will halt irgendwas sagen, damit du denkst, er hört noch zu und die Konversation existiert noch. Aber in Wirklichkeit hört er dir nicht zu. Zuhören, gutes Thema. Sowas dann halt. Genau, ne? genau das. Ja, Max ist sehr eindimensional, Leute, als Mensch. Also, das muss man einfach mal so sehen. Er sieht sehr, sehr dreidimensional aus, ist aber an sich eine sehr eindimensionale Persönlichkeit. Das meine ich gar nicht böse. Doch, meine ich böse. Ja, sobald ich hier fertig bin mit meiner Aufgabe und meinem gefarmt habe, dann komme ich auch wieder zu dir und dann helfe ich dir mit der Yacht. Ich habe Bock auf so ein chilliges Minecraft-Projekt. Einfach ein bisschen was bauen. Gefarmt habe. Was denn? Geil, Alter. Das ist genau so redet Trimax hier im Stream, Alter. Ich würde gerne, kann mir jemand ein Trimax-Cosplay zusammenstellen? Ich würde gerne mal ein Stream lang streamen wie Trimax. Ich mache jetzt ein neues Format. Ein Stream lang wie. Dann hole ich mir einfach bei Trimax, stopfe ich mir einfach eine komplette Matratze und das T-Shirt und das gleiche gelbe Shirt, was ihr immer anhabt. Und ich mache jetzt immer ein Stream wie, meine Freunde. Und irgendwann streame ich auch mal so wie InScope zum Beispiel. Da muss ich extrem viel Kokain nehmen, damit ich auf das Level komme, Alter. Nicht, dass ich damit sagen wollen würde, dass InScope Kokain nimmt, aber InScope nimmt Kokain. Das war ein Witz. Möchte ich hier nochmal ganz kurz clarifieren. Liebe Polizei, Stuttgart, die Adresse habe ich, wenn ihr braucht. Nein, also InScope nimmt kein Kokain, aber er wirkt immer sehr...
Wie Knossi. Ein Stream wie Knossi. Ist auch geil, Leute. Machen wir jetzt. Ein Stream wie Petrit. Ja, also einfach nur ab. Okay, Leute, neues Format. Copyright ist da. Ein Stream wie. Ein Stream wie Romatra. Gut, Leute, dann würde ich ja nur für 10 Zuschauer streamen. Oh, ja. Du bist ein kleiner Wichser. Es tut weh, weil es wahr ist, Romatra. Nein, auch wenn ich 10 Zuschauer habe, freue ich mich über die 10 Leute, die da sind. Ist immer noch besser, als in die Uni zu gehen, ne? Du Student, Alter. Gestern war ich in der Uni, 6 ganze Stunden, okay? Kein Wort will ich mehr hören. Der Privatchat, mit dem du später fliegst, wird eventuell von mir gebaut sein. Und das würde mir Angst machen. So, und das Ding ist, Romata, ich werde mir niemals Privatchat holen, weil ich Fliegen einfach Scheiße finde. Oh. Ich mag Fliegen an sich gar nicht, aber... Ich mache da elektrischen Privatchat. Kevin, echt toll, dass du bei dieser Unterhaltung dabei bist. Ich weiß nicht, ob du verstanden hast, wie Flugzeuge funktionieren, aber ich glaube, Romata, da muss leider noch Kerosin verbrannt werden, oder? Es gibt schon elektrische Flugzeuge tatsächlich. Ja, sag ich doch. Das ist die Grundform unserer Yacht. Ein Stream wie Joecraft, nur Redstone-Schaltungen und sagen, Revi, nein! Wieso hast du jetzt wieder was gesprengt? So redet Joecraft in meinen Augen. Einstell wie Standard-Skill. Da muss ich nur meine Facecam runtermachen und sagen, Herr Lama, Herr Lama, Edu Paulberger. Mann, PC ist viel besser als Konsole. Alter, du kannst das voll gut. What the Stream, ein Stream wie Unge ist auch interessant. Komm auf die Insel. Ja, das war's. Also das wäre Simon Unge an der Stelle gewesen. Hä, du hör doch auf, Content vorwegzunehmen. What the Worauf sollen sich die Leute dann freuen, wenn du später den Stream hast? Verstehe ich nicht auf. Leute, ich mach das jetzt. Ab ein Stream wie Monte. Frauen sind Müll. Das war sehr, sehr nah an Monte dran. Wo kam das denn her? Ein Stream Vive auf Facebook. Ja, dann mache ich das Stream ja wirklich auf Facebook für 2 Zuschauer, Alter. Und sag, cool, dass ihr alle hier seid. Und dann innerlich weine ich. Und also Bild 10 Minuten später, aka Sebastian Meyer sagt, dass Frauen Müll sind. Ja, Leute, ich werde später von der Bild auch angefeindet dafür, dass ich gesagt habe, Frauen sind Müll. Ja. Und jetzt bitte den Kontext nachvollziehen. Wartet, lasst mich ausreden. Nein, Leute. Frauen sind wunderschöne Lebewesen und ich achte sie genauso wie Männer und Kinder. Köln, hallo? Hallo? So Geister? Gespenster? Nope. Leute? Gespenster Minecraft? Gruselcraft? Achtung! Oh mein Gott. Die Blöcke werden weniger. Es gruselt mich sehr. Oh, ausloggen schnell und wieder einloggen. Und falter Server. Und wieder rein. Und raus. Und rein in die Olga. Oh. Das war Gruselcraft, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hallo, ich hab doch die Elytra an. Sag mal, ich kann nicht fliegen mit meinen Elytra, die sind verbuggt. Hallo? Warum kann ich nicht damit fliegen? Hallo? Elytra. Ich spam die Leertaste. Also ich kann nicht fliegen, Leute. Was? In der Luft, Lost. In der Luft. Ich mache in der Luft. Mechanic. Leute, diese Yacht wird sexuell werden, Alter. Antonia wird richtig froh sein, Alter, mit einem Mann zusammen zu sein, der eine Yacht hat. Weihnachtsmann, ich habe dir einen langen Brief geschrieben, doch mein Vater hat's getrieben mit der Frau von nebenan. Okay, auch ein Weihnachtsspirit irgendwo? Oh, das wäre mir jetzt aber extrem peinlich, oder? Hä? Ich hab keine Ahnung, wie das passiert ist, Mann. Das wäre mir so peinlich. Wenn du willst, müssen wir nicht weiter drüber reden. Aber es wäre mir schon extrem peinlich. Warum bist du gestorben, Revi? Ich kann es dir nicht sagen. Wie bin ich da jetzt gestorben, Leute? Kann mir das ganz kurz jemand... Hä? Keine Ahnung, manchmal spielt das Leben einem auch mit der Geige, wie es manchmal möchte, ne? Sagt man doch. Würdest du dich eher als Jeter oder Yikeser bezeichnen oder als Joinker? Du, jetzt auch keine Lust auf eine Unterhaltung mit dir. Ey, Mann, Alter! Mann, Digga, ich will doch einfach nur einen entspannten Stream haben, Junge. Mann, Junge, ich könnte ausrasten, Alter. Digga, wie unnötig. Wie absolut unnötig. Holy shit, Mann! Mann! Mann!
ich bin Romatra. Ich bin schlecht in dem, was ich spiele. Meine Stimme klingt so. Meine Eltern kommen hier ins Streamzimmer klopfen. Vegan! Vegan, mach auf! Vegan, mach die Tür auf! Ich bin ausgewachsen. Meine Stimme wird auf ewig so bleiben. Kevin, das ist so unfair. Das ist so assi, Alter. Tut mir leid, ich bin fett. Ach, Romatra, mach dir doch keinen Kopf. Schließlich bist du ziemlich unangenehm als Person. Im Stream mag es vielleicht in Ordnung sein, mit dir zu reden, aber im echten Leben... Romatra, ich bin ehrlich. Es kotzt mich an. Gespräche mit dir sind extrem oberflächlich und machen keinen Spaß. Und hast Angst, eine Frau anzusprechen. Und weißt du was, Romatra? Du bist in Bremen aufgewacht. So dumm. Wow. Zum Glück bin ich in 5 Minuten schon weg. Oh, Romatra, was machst du dann? Triffst du dich einfach mit deinen, Freunden oder was? Ich glaube nicht, dass du Freunde hast. Ich kann so nicht spielen. Ich kann das nicht mehr. Ach, ich kann Romatra. Das nicht mehr, Kevin. Ich kann das einfach nicht mehr. Du bist ein Bastard. Ich bin der unterhaltsamste Streamer. Oh, der Jackpot hier. Oh, lecker. Oh, ein Jackpot. Romatra, hast du einen Jackpot gefunden? Hm? Hat dich jemand mal unter deinen Instagram-Bildern etwa nicht beleidigt? Ich bedanke mich an die Zuschauer, war wieder ein extrem geiler Stream. Danke an Kevin, danke an Revi, danke an euch alle, das war geil! Ist das unangenehm, Alter, merkt wirklich, wie du Probleme hast. Er ist schon weg. Oh, Leute, ey, der Arme, der braucht wirklich Hilfe, aber die kriegt er von mir sicherlich nicht. Das ist ja mal eine schöne Yacht, ja. Leute, keine Sorge, ja, hier wird noch mehr drauf gebaut. Hier kommt natürlich, die Yacht ist die MS Wieland, ganz genau. Achtung! So, komm her. So, die Yacht sieht doch mal ganz schnieker aus, würde ich sagen, Leute. Ist noch nicht ganz fertig, ich denke mal, ich werde da noch ein bisschen Shape reinbringen. Ich gehe jetzt an der Stelle aber mal ganz kurz auf hier aus Craft Attack und verabschiede mich an der Stelle. Küsschen.